Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viktor Vran. Wir sollen eigentlich zurück zur Königin, haben aber keinen Bock drauf, also ich zumindest nicht, weil ich möchte gerne noch die letzten beiden Geheimnisse, oder vielmehr das letzte Geheimnis von diesem Ding hier, von dieser Höhle lösen. Ich zeige euch das mal. Müsste gehen. Hier, ja genau, es ist Finde Geheimnisse 1 von 2. Und ich muss zugeben, man der kann Geruch die ganz steigt gut einem erkennen. Sofort in die Nase. Nicht der sterile, also Stelle, trockene Mann. Geruch einer Gruft. Nein, dies ist ein anderer, allzu vertrauter Geruch. Der Gestank von verrottendem Fleisch. Wow, ein Treffer. Alle dicht gemacht. Hier nochmal ein bisschen Kohle sammeln, das geht auch immer wieder. Hier. Hier ist was, glaube ich, oder? Mal gucken. Weil hier ist doch eindeutig. Hier ist doch was, oder nicht? Aber, nee. Nee, das ist. Achso, das ist der. Das ist unser Eingang gewesen, bei dem wir reingekommen sind. Nein, das zählt natürlich nicht. Das zählt natürlich nicht. Oh. 34 Lebenskräfte, Lebenssäfte, Heiltränke. Ist ganz gut, glaube ich. Oh, schon wieder was. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir mit. Alles mit. Noch ein Heiltrank. Immer her mit dem Zeug hier. Na, guck einer an hier. Der ist kaputt. Kaputt, die Buddy. Da noch einer. Achso, da sind noch zwei. Oh, da ist auch noch einer. Machen wir auch mal kaputt hier. Und das machen wir auch mal kaputt. Wow. Ein weiterer Leichnam. Könnte es Adrian sein? Schrotflinte hier. Und einen Meteor. Naja, gut. Den hatten wir vorher schon. Der ist nicht so dolle. Gut, wollen wir mal gucken. Also, wir bleiben hier mal auf der Stufe. Hier geht es doch nach links weiter. Von hier kamen wir, ne? Ja. Entschuldigung. Von hier kamen wir. Und hier ist, jetzt sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwas wäre. Hier ist definitiv nichts. Also bisher ist das Spiel so aufgebaut, dass es relativ fair ist. Das heißt, wir müssen hier nicht irgendwelche komischen Hochspringgeschichten machen oder sowas, sondern es ist eigentlich ganz gut erkennbar. Einer der unseren ist hier gefallen. Ja, habt aber es ist nicht Adrian. Okay. Ich werde diese Gruft reinigen, sodass du in Frieden ruhen kannst, Bruder. Der ist auch kaputt. Ist vielleicht auch ganz gut, dass wir das gemacht haben hier. Oder dass wir das machen. Einfach deswegen, damit wir mal ein bisschen mehr aufsteigen, denn bei dem kommenden Zwischengegner, da ist wirklich, also das ist so hammerhart. So hammerhart. Da bin ich so schon. Der Tod eines Jägers wird von anderen Jägern oft als das Dahinscheiden das ist jetzt eines das Familienmitglieds erste? Betrachtet. Also, der erste Geheimraum, den hatten wir aber schon. Und trinken auf die Taten und Leben jener, die wir verloren haben. Wieso muss ich jetzt gerade an den Mandalorian denken? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich reiner Zufall. Die Kiste gibt es dann auch das zweite Mal. Achso. Was haben wir denn Schönes hier? Ah, komm mal her. Ah, Mist. Lange Glück gehabt hier, der kleine Schnurri. Was geht's los? Oha. Muss aber aufpassen hier. Oh, glaube ich ja wohl nicht. Aber noch. Das aber. Gut, also das hat ja schon ordentlich was gekostet, ne? Mann. Okay, das waren jetzt aber die Stellen.
Okay, die tun hier nichts. Ich muss leider mal einen nehmen. Geil. Man erzeugt relativ viele Knochen hier auf dem Bild, aber ich glaube nicht, dass es viel zum Aufsteigen beiträgt. Das geht jetzt doch schon erheblich langsamer als noch bei dem ersteren Dingern. Aha. Geht das nicht kaputt? Nichts kaputt machen kann oder nicht? Kommt das hier noch her? Ja. So. Frage, wo könnte jetzt der zweite... Oh. Okay, das hat nichts gebracht. Den kriegen wir auch noch mit. Typischer Treffer, super. Aufgeladen. Wird wir aufgeladen. Super. Ach, falsche Seite. Und noch einen kritischen Treffer. Und den nehmen wir auch noch mit. Jetzt schauen wir uns mal hier um, ob wir hier irgendwas... Was ist das denn hier noch? Wieso habe ich die nicht kaputt gemacht? Was soll das? Das geht ja gar nicht. Geht ja überhaupt nicht hier. So. Mann, 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 Mann. Das auch nicht. Das geht ja gar nicht. Gut, jetzt schauen wir uns mal um, wo hier der zweite Raum sein könnte. Hier zum Beispiel könnte er sein. Kommen wir hier hoch? Nee. Irgendwo müsste es dann hier vielleicht einen Eingang geben. Hier ist er. Also irgendwo hier ist er, der Raum. Ich weiß nicht genau wie. Also ehrlich gesagt weiß ich es überhaupt nicht. Aber es hat geklappt. Wir haben jetzt beide... Komm her. Alles EPs hier. Achso, das sind Aufstiegspunkte. Alles klar, das ist kein Gold, sondern Aufstiegspunkte. Ich frag mich, wie wir hier reingekommen sind. Wie haben wir das denn jetzt hingekriegt? Wir vielleicht hier gegengesprungen, gegen dieses Dings hier? So? Kann man so vorstellen. Ha, was war das denn jetzt? Ah, es ist ein Dreiersprung. Alles klar. Eine Güte, das ist aber fies hier. Also, wir springen einmal hier gegen, dann da und dann erst da. Oh, wow. Gut, okay. Dreiersprünge gibt es demzufolge auch. Okay, das ist schon mal etwas, was wir dann halt, naja, halt mal mitnehmen werden. Gut, okay, jetzt können wir weitergehen. Gehen wir zur Königin. Ich möchte gerne sich mit uns unterhalten. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Das können wir. Zur Königin. Und zwar einfach hier runter irgendwie. Wo war das jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt da. Müssen jetzt ein bisschen geradeaus und dann links. Okay, das kriegen wir hin. Gegner werden wir jetzt, glaube ich, keine mehr haben. Oder so gut wie keine mehr. Das sieht ja toll aus, ne? Flupp. Ein Wegpunkt haben wir. Brauchen wir Lebensenergie. Oh. Nehmen wir mal mit. Gegner haben wir einfach deshalb nicht, weil wir sie schon alle auf dem Hinweg umgebracht haben. Und das finde ich auch sehr schön, dass die dann nicht einfach neu spawnen, sondern dass die dann tatsächlich auch so bleiben, wie sie sind. Also tot. Ganz tot, meine ich. Es sei denn, wir haben welche vergessen. Die würden natürlich dann nochmal kommen. Was ja auch okay ist.
Ganze wirkt sehr groß, aber ich muss zugeben, wenn man sich das hier mal so ein bisschen, aufschlüsselt, ist es gar nicht mehr so riesig. So, jetzt kommen wir wieder zurück zum Schloss. Flupp, das ging ja relativ fix. Da besprechen wir nochmal mit der netten Königin und hüpf. Achso, das wollte ich gar nicht. Mit der netten Königin, was wir machen können. Wollen wir uns jetzt vielleicht mal die Händler anschauen? Nur mal so. Das ist ein Händler und das ist hier der gute Karl. Lasst bei mir ruhig alle Gegenstände zurück, die ihr gerade nicht dringend braucht. Ihr werdet sie im selben, wenn nicht gar im besseren Zustand vorfinden, wenn ihr zurückkommt. Und das, glaube ich, könnte bedeuten, dass die Sachen sich dann dort entsprechend verbessern. Was haben wir denn hier Hübsches? Bösartige Schrotflinte des Assassinen. 12 bis 25. Wir können da mal gucken. Mensch, was ist das hier für Kram? Boah. Was passiert, wenn ich hier zum Beispiel diese Schrotflinte mit 35 da lasse? Bösartige Schrotflinte. Wie kann ich das jetzt machen? Seite wechseln. Nicht? Achso. Seite wechseln. Wie mache ich das jetzt hier? Bösartige Schrotflinte. Favorit. Ich will aber keinen Favoriten machen. Einfach mal draufklicken. Achso, okay. Einfacher geht's nicht. Kann auch dieses Ding auch mal nehmen und mal gucken, was dann so passiert, wenn wir dann irgendwann wiederkommen. Ansonsten hätten wir noch... Ah ja, Augenblick, bevor wir das hier noch machen. Wir haben ja noch mal eine neue Geschichte. Das ist der Hammer mit... boah, der ist ja gar nicht so doll, ne? Unser Hammer hat 116, sag mal bis zu 116. Der hätte 101 hier. Der ist ja nicht so schön. Der hat ja gar nichts hier. Dann... Ach, das zeigt er dann gleich an hier. Och, Mensch. Ist ein bisschen nervig hier mit den Dingern. Also unsere Schrotflinte hat 52. Diese hätte 40. 44, 31, ist ja gar nichts. Was ist das hier für eine? 45. Hm. Gut, vielleicht gehe ich dann nochmal hin zu Karl dem Käfer hier und guck mal, ob ich Karl noch... Ah ne, den habe ich ja schon eine Schrotflinte da gelassen. Mal sehen. Schrotflinte. Ach, guck einer an, hat er jetzt gemacht. Schaden um 12% erhöht. Nee. Ach, hier, habe ich falsch gesehen. 12 bis 25. Und das hat sich bisher auch nichts verändert. Gut, okay, also den haben wir jetzt. Und dann haben wir hier den normalen Händler. Und da möchte ich einfach mal gerne den ganzen alten Schrott verkaufen. Das Gelaber lasse ich jetzt mal weg. Und zwar kann ich hier Folgendes machen. Das habe ich rausgefunden. Ich kann hier die Waffen nehmen. Und all die Waffen, die ich nicht brauche, wo steht denn das? Ausrüsten, verkaufen. Die kann man dann mal verkaufen. Weil den ganzen Schrotz hier, den brauchen wir alles nicht. Ob uns das was nützt, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Das machen wir mal nicht in dieser Folge hier. Das machen wir mal in irgendeiner anderen Folge. Ja. Brauchen wir vielleicht irgendwelche Explosivgeschichten? Nicht oder nicht? Gut. Tja. Dann denke ich mal, hoppeln wir mal zur Königin hin. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, um mit ihr zu reden. Das machen wir auch. Hallo, guten Tag. Habt ihr eure Meinung geändert, Jäger? Werdet ihr euch unserem Kampf anschließen? Die Stadt ist verloren, Eure Majestät. Ihr solltet euch in Sicherheit bringen. Das ist aber ehrlich, ne? Schlachten werden von tapferen und ehrenhaften Männern gewonnen, die mehr sehen als nur ihren direkten Vorteil. Mit der Zeit werdet ihr erkennen, dass uns keine andere Wahl bleibt, als zu siegen. Aber was bringt euch dann zu uns? Also ich muss ganz ehrlich gestehen, also teilweise ist es grammatikalisch ganz schön heftig, was wir da sehen, ne? Ja, aber gut, geschenkt. Ich ersuche euch um die Erlaubnis, die königliche Krypta zu betreten, Eure Majestät. Dies sind schwierige Zeiten und wir brauchen jeden Mann. Ja, ihr habt unsere Erlaubnis, aber berichtet uns, was ihr dort vorfindet. Das machen wir. Gut, das haben wir hingekriegt. Haben einen neuen Auftrag gekriegt und dann geht's gleich mal Richtung Zwischengegner. Und bevor wir das machen, werde ich mal Folgendes machen. Und zwar würde ich euch bitten, ein Abo abzuschließen, also wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Also drauf zu klicken, abzuschließen, klingt immer so komisch. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, euer Thomas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viktor Vran. Wir wollen uns heute mit, ja, ich weiß nicht, ob wir uns heute mit dem ersten Zwischengegner schon beschäftigen. Oder
bleibt mit irgendwas, was davor noch kommt. Kann ich noch nicht sagen. Was ist hier oben eigentlich? Nur mal so, aus reiner Neugier. Übungspuppen. Aha. Gibt Kohle hier oben, oder was? Aha. Ich glaube, hier kann man so Waffen ausprobieren. Klar. Okay. Und hüpf. Ja gut, okay. Wollen wir die andere Seite auch nochmal nehmen? Ach komm, dann machen wir das nochmal. Mensch, können wir schon mal dabei sind hier. Also da sind Übungspuppen, nichts Dolles, also... Holl, hier ist noch irgendwie weniger Dolles, ne? Okay. Königin wird wahrscheinlich nicht erfreut sein, wenn wir ihre Möbel zerballern. Wir öffnen die Karte. Also, was sehen wir hier? Wir sehen verschiedene Punkte. Und rechts oben können wir auch erkennen, wo wir hinhoppeln würden. Das finde ich ganz gut. Wenn wir mal nach links gucken, würden wir zu der Grabstätte der Verdammten kommen. Da waren wir scheinbar schon. Und wenn wir nach rechts gehen, würden wir zum befleckten Grabmal kommen. Da waren wir auch schon. Geheimnisse 2 von 2. Und jetzt wollen wir aber zur königlichen Krypta. Und da sind wir auch schon. Da gibt es ganz viel. Und vor allen Dingen gibt es da den ersten Zwischengegner. Also letztlich gibt es den ersten Zwischengegner dort. Wann der auftritt, ob er in dieser Folge auftritt, wohl eher nicht. Nehme ich mal an, aber nur grundsätzlich tritt er halt auf. Ja. Da brauchen wir mal kaputt. Also ist jetzt nichts mit Laufen oder so, sondern einfach, wir sind schon direkt in der Krypta drinne, also da, wo das Tor vorhin zu war. Victor durch die staubigen Korridore der königlichen Krypta. Nur ein Ziel vor Augen, seinen besten Freund zu finden. Oh, da kommen wir noch wieder. Ach, Mann. Oh, da war es dann schon mal. Ein Schuss, ein Treffer. Es gibt wie viele Geheimnisse? 3. Darauf möchte ich gehen. Ich möchte dieses schieße so und so viele Leute in so und so viele Sekunden. Das interessiert mich alles nicht. Das ist mir wurscht. Was ist das hier Schönes? Hier ist auch noch so ein schönes Ding. Mal gucken wir uns mal hin. Erwecken. Irgendwas mit Erwecken. Erwecke die rastlosen Toten in den Sarkophagen. 7 Stück. Das kriegen wir hin, glaube ich. Na komm. Meine Güte. Ja, habe ich ihn jetzt nur erweckt? Ach, das war's schon? Echt? Oh. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ging aber fix hier. Der ist kaputt. Wow. Ach, schade. Ein bisschen Gold nehmen wir nochmal mit hier. Oh, nehmen wir auch mit. Wollen wir mal erwecken den Guten? Ja, ne? Okay, wir erwecken ihn erstmal. Da ist er schon. Oder machen wir ihn gleich wieder ganz kaputt. Das geht. Und vielleicht schaffe ich es ja wenigstens 2 der 3 Geheimnisse. Das können wir mal so als Zielvorgabe nehmen. Wir machen mal eine Zielvorgabe hier. Zielvorgabe ist es, 2 der 3 Geheimnisse zu finden. Als Victor die große Halle betrat, wurde er vor eine Wahl gestellt. Sollte er nach links oder rechts gehen, fragte sich Victor, als die Monster in der Halle versuchten, sein Fleisch zu zerreißen. Mist. Jo, schnell raus hier. Indem er versuchte, schlauer zu sein als das Rätsel, wählte Victor eine dritte Möglichkeit. Aber die war ebenfalls falsch. Am Eingang fand sich nichts. Und tschüss. Gut, also wir sind jetzt hier am schönen, großen Raum. Was sind wir denn eigentlich hier? Kann man das mal schon erkennen? Wir sollen in die Mitte gehen, das ist nicht allzu weit, also noch ein bisschen weiter rechts. Aber wir gucken uns das mal halt in Ruhe an, wie immer. Ne? Das machen wir mal ganz in Ruhe. Irgendwie ist ja noch einer am Rumhopsen.
Das möchte ich nicht. Also was ich schade finde ist, aber es gibt es bei keinem von diesen Spielen, ist, dass man sich mal so Merker setzen kann. Ne? Wo bin ich? Also wir sind von hier gekommen. Kann man sich das dann irgendwie merken? Schwer. Das so gleich aus. Okay, wir gehen jetzt mal nach rechts rum und gucken mal, was passiert. Nachdem er den letzten Gegner erschlagen hatte, traf Victor eine Wahl und das nahm den falschen Weg. Ist das hier vielleicht irgendwas mit... Was ist das denn für ein Ding? Aha. Und wieder aufgestiegen. Kaputti. Was ist das denn jetzt hier alles hier? Mann. Irgendwas mit aufsteigen? Nee. Irgendwas mit... Ja komm, aufsteigen machen wir mal. Dein Overdrive-Maximum hat sich erhöht. Overdrive erlaubt dir, Dämonenkräfte zu aktivieren. Ja, das ist schön. Wir können zusätzlich, wirst du bei jeder einen Bonusgegenstand erhalten ab jetzt. So, also wir können wählen. Die Schockwelle. Bumerang, selten. Diamant, selten. Diamant ist ein Schild. Bumerang ist ein... halt so ein Ding. Was haben wir vorhin schon gesehen von der Spinne? Das haut da rein. Und die Schockwelle, die würde ich gerne mal nehmen. Die Schockwelle nehmen wir mal. Bin ich mit der Wumme hier unterwegs? Ja. Als Stanley, ich meine Victor, als er weiterging, entdeckte Victor die Leiche eines anderen. Jetzt reicht's mir mal. Schwächling, dachte er, direkt am Eingang des Verlieses gestorben. Oh, da hat er tatsächlich mich zurückgeworfen. Okay. Der ist richtig kaputt. Auch kaputt. Auch noch kaputt. Gut, der lebt noch, der eine. Jetzt aber nicht mehr. Meine Güte nochmal hier. Nochmal. Das Ganze. Wo ist er denn? So, jetzt aber. Meine Güte nochmal hier. Die sind aber auch hartnäckig, die Brüder. Oh, was ist das denn hier Schönes? Kommt man hier irgendwie ran? Ne, so nicht. So nicht! Noch ein toter Jäger! Das ist das Schöne an einem Fernangriff. Man kann sich erstmal ganz in Ruhe mit den Herren hier unterhalten. An einer weiteren Kreuzung hielt sich Victor nicht lange auf. Das war's jetzt. Augenblick mal. Hier ist noch einer. Jetzt aber, ne? Jetzt aber mal Ruhe hier. So, habe ich den Meteor jetzt schon wieder? Habe ich den Meteor gemacht? Nee. Wen habe ich denn hier? Die Zeitblase. Okay. Ja, und mal gucken, was wir jetzt andere Möglichkeiten hatten. Meteor, den hätten wir eben machen können. Meteor vorbereitet. Die Schockwelle. Wollen wir die mal nehmen? Wir nehmen mal die Schockwelle. Mal gucken, was passiert. Ist hier vielleicht irgendwas, wo wir reinkommen? Ja! Das ist ein Geheimnis! Ich sehe nichts. Da. Kaputt. Cool. Das war eindeutig ein Geheimnis hier. Ich habe ein Geheimnis gekriegt. So. Das war schon kaputt, ne? Ja. Da hinten geht es, glaube ich, noch weiter runter. Oder so. Ja, glaube ich auch nicht. Mal sehen. Geht es hier noch weiter runter? Hier geht es noch weiter runter. Oh, was ist das denn hier jetzt? Aha. Also ich will ja nichts sagen, aber das sieht verdammt gruselig aus. Oh. Oh oh. Oha.
Also, die Spinne ist schon ein bisschen stärker. Aber so stark ist sie auch nicht. Boah. Hier geht's nicht weiter, ne? Nee. Wow. Hier ist noch mehr. Mist. Es werden wirklich stärker, die Brüder hier. Erheblich sogar. Erheblich stärker, kann man nicht anders sagen. Mann, 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 Mann. Geht das hier auch noch weiter? Ja, hier geht's zurück. So, die werden erheblich stärker. Wir kommen jetzt wieder auf. Ah. Oh, nicht schlecht. Gut, wir haben jetzt also ein Geheimnis gefunden. Wenn wir hier reingehen... Dann kommen wir direkt. Ja. Als er sich offenbar verirrt hatte, stellte Viktor fest, dass er wohl falsch abgebogen war und ging wieder zurück. Also die Sache ist die, wenn wir hier reingehen, kommen wir direkt zu dem Zwischengegner. Oh, hier ist noch was Schönes. Und bevor wir da hinkommen, möchte ich gerne... Obwohl er auf dem falschen Weg war, stieß Viktor wie durch ein Wunder auf den Zugang zu den unteren Bereichen der Krypta. Da er aber ein netter Typ war, entschied sich Viktor dafür, noch ein bisschen zu bleiben und Zeit mit seinem Freund, der Stimme, zu verbringen. Ach komm schon, bitte. So, das war's mal hoffentlich. Alle kaputt hier? Gut. Was geht denn hier ab? Aber hier geht's nicht weiter, ne? Oder doch? Doch. Ah ja. Naja, sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Wo sind wir denn hier gelandet? Irgendwas haben wir gemacht. Jetzt reicht's mal. Auch nochmal. Mist. Mann. Kommen denn die überall her, diese Heinis hier? Der ist schon mal kaputt. Und der ist auch kaputt. Und den kriegen wir auch noch kaputt. Noch einen Trank. Also gut, wir hatten jetzt ja auch zwei Tränke gebraucht. Also das ist jetzt ein bisschen durcheinander, was wir hier machen irgendwie, ne? Das nehmen wir auch mit. Also wir müssen auf jeden Fall noch aufsteigen, damit wir stärker werden. Das ist ganz, ganz entscheidend hier. Also von hier sind wir gekommen.
unbedingt. Und das wollen wir auch mal ganz in Ruhe jetzt machen. Was ist das Schönes hier? Ist das hier auch noch irgendwas? Ne. Aber hier waren wir schon. Und wird hier auch nichts mehr sein. Der ist auch weg. So. Eine liebevoll angelegte Spur aus Blut und Eingeweiden führte Viktor voran. Na, komm her. Wecke 7 von 7. Super. Da ist hier dieser komische Bumerang. Och, Mensch. Und er hält mich hier gerade. Was haben wir hier Schönes hier? Wow. Ja, der ist weg. Ah, komm her. Auch weg. Thema durch. So, haben wir jetzt hier vielleicht auch noch irgendwas, was in diese Richtung geht hier? Hier vielleicht? Nee. Naja, hätte ja sein können. Doppelter Schaden brauchen wir gerade nicht. Als der Korridor endete, bemerkte Viktor die Leichen von Jägern und Soldaten, die in der Halle verstreut lagen. Außerdem waren da Monster. So, jetzt können wir mal ein bisschen Bombe spielen lassen. War ich das jetzt? Ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob ich das hier gerade mache, aber... Na komm hier, einen noch. Einen noch, ja! Der tapfere Viktor rannte einfach fort, rannte tapfer fort und fort. Wird's gefährlich auf dem Feld, dann kehrt er um und gibt Fersengeld. Tapferster der Tapferen, Sir Viktor. Noch mal ein und... Boah. Oh. Den hat er hingekriegt. Drei von denen, okay. Supi. So, Aufstieg machen wir gleich. Erstmal räumen wir hier diesen ganzen Hokuspokus auf hier. Weg damit hier. Mein Gott, wie viele sind das denn hier? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja irre. Ah. Was ist das hier? Die Quelle der Welten noch nicht freigeschaltet. Okay. Da kommen wir noch nicht ran. Wie sieht das überhaupt aus? Finde Geheimnisse 1 von 3. Naja, ein paar fehlen ja noch. Ne? Boah, Alter. Ist hier noch irgendwas, was man kaputt machen kann? Oh, gibt es noch ein bisschen Knete für? Ach, hier wollen wir nochmal. Meine Güte nochmal. Aber was. Ich weiß nicht, ob sich diese Golddinger, ob sich diese Lebensbrunnen, ob die sich wieder auffüllen irgendwann. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn wirklich nutzen sollte. Na. Ach, der ist kaputt. Kommen wir hier nochmal weiter? Nö.
Okay. 38. Oh, da haben wir schon wieder ordentlich was verballert. Also hier muss irgendwo noch ein Geheimraum sein. Vielleicht sogar der hier. Das hier, das ist der Geheimraum da. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Frag mich nicht wie, weiß ich nicht, kriegen wir hin. So, aber erstmal schauen wir mal hin. Du kannst nun mächtigere Schicksalskarten ausrüsten. Okay, alles klar. Der Schlechter, erhalte 6% deiner maximalen Gesundheit. Das ist schon mal nicht schlecht. Der Bischof, erhalte 3,5 deiner maximalen Gesundheit bei einem kritischen Treffer Cooldown. Erhalte 6% deiner Gesundheit bei einer Tötung. Ach so. Ja, das werde ich mal nehmen. Das machen wir mal. Das ist eine gute Idee. Das heißt, wenn wir jemanden zerballern, also aus meiner Sicht, wird unsere Lebensenergie sich langsam wieder aufbauen. Sofern wir das natürlich überleben. Naja. Nicht so dolle, ne? Finde ich. So. Das sieht auch schon mal ganz drollig aus hier. Ich glaube, hier könnten wir links versuchen, hier vorne mal reinzugehen. Gut. Das hier nochmal. Warum zielt er den nicht an? Komisch. Das war merkwürdig. Wollte er nicht. Hatte einfach keine Lust drauf gehabt, das zu machen. So, hier ist das irgendwo, ne? Hier. Flupp. Aha. Hier müsste das sein. Aber hallo. Aber hallo. Hier komme ich nicht ran. Aber ich könnte natürlich so machen. Klasse. Also ihr merkt, die Lebensenergie sinkt schon deutlich hier. Deutlich. Deutlich. Was haben wir Schönes? Eine Schrotflinte. Hier mal gucken, ob das eine gute ist oder eine schlechte ist. Aber wir haben jetzt schon zwei von den Dingern gefunden, ne? Zwei von dreien. Ich meine, war gar nicht mal so schlecht, oder? Gar nicht mal so schlecht. Finde ich. Wieder auf dem richtigen Weg eilte Viktor voran. Da kommen wir dann wieder hin zu dem Hain. Ich glaube, hier waren wir vorhin auch schon und haben schon mal so ein bisschen was kaputt gemacht. Wollen wir uns mal die Waffe angucken? Wir gucken uns die Waffe an. Ach, du große Schande. Was ist das denn für ein Ding hier? Der hat bis 36. Nö, der ist natürlich schneller, aber 47. Das taugt ja alles nichts hier. Diese komischen Dinger hier. Bis 83. 80. Bis 100. 69. Bis 85, das ist alles nichts Tolles hier. Das ist alles nichts Tolles. So, haben wir hier noch irgendwas? Hier waren wir auch noch nicht, ne? Hier waren wir auch noch nicht. Hier waren wir auch noch nicht. Das hat mich überhaupt nicht beeindruckt. Das schon eher. Kommen wir hier denn irgendwie rein? Kommen wir denn hier rein? Hier vielleicht? Ne, hier kommen wir auch nicht rein. Hier kommen wir auch nicht rein.
Wieder am Anfang angekommen, erkannte Victor, dass die soeben getroffene Entscheidung bedeutungslos war. So wie es die meisten Entscheidungen im Leben sind. Komisch. Also das hier ist auf jeden Fall der dritte Zugang. Bin mir sicher. Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin? Vielleicht hier rüber noch? Sieht nicht so aus, ne? Leider. Oh, das war das Geheimnis. Oh, okay. Gut, da bin ich schon dreimal vorbeigelatscht. Okidoki, ich denke mal, wir haben jetzt ein Rapier. Naja. Herr Rapier, wir sind hier. Ich will auch mal schauen, ob ich dieses eine Dings bekommen habe hier. Dieses eine... Was ist das für ein Ding hier? Füllt den Overdrive auf. Wow, völlig uninteressant. Gut. Reinigende Flamme erschafft eine bewegliche Säule aus Flamme, die allen Feinden in Radius Schaden zufügen. Gut, vielleicht können wir das mal nehmen. Prinzipiell würde ich sagen, wir schauen einfach mal hin. Wo sind wir denn jetzt? Wir hinkommen. Wo sind wir denn jetzt? Ich kann das gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Da. Achso, war ich schon fast genau richtig. Gut, wir werden uns jetzt in der nächsten Folge den ersten Zwischengegner stellen und hoffen, das irgendwie zu überleben. Bisher war das eher von einem nicht ganz so großen Erfolg gekrönt. Von daher... Naja, vielleicht bin ich jetzt mal ein bisschen besser ausgerüstet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hammer hatte ich auch von der Stufe her. Ist ja, glaube ich, auch nicht so ein riesiger Unterschied. Aber naja, man weiß es nicht. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Abo da, euer Thomas.